Herzlich willkommen zum neuen Streifzug durch unser Universum. Heute bleiben wir mal wieder relativ nah an unserem Balkonplanetarium und haben auch einen praktischen Tipp, wonach ihr und sie Ausschau halten können. Das ist vielleicht um diese Jahreszeit sogar ein kleines bisschen überraschend, denn die Nächte werden ja sehr kurz, jetzt Ende Mai, Anfang Juni, wir gehen auf Mittsommer zu und da kann man doch eigentlich gar nicht mehr so gut Sterne sehen. Sterne nicht, aber solche Objekte unter Umständen, das sieht ja merkwürdig aus und auch ziemlich spektakulär. Was ist das und was hat es mit unseren hellen Nächten und kurzen Nächten zu tun? Der Titel, den Namen können wir schon mal nennen, es geht um nachtleuchtende Wolken. Und der Bezug zur langen Dämmerung, zu den hellen Nächten, der wird hoffentlich gleich klarer. Lange Dämmerung, helle Nächte, warum haben wir die eigentlich? Nun ja, zum Glück hat unsere Erde eine Atmosphäre. Das kommt uns insgesamt ziemlich entgegen, dass wir am Boden einer Lufthülle leben. Aber das führt natürlich dazu, dass, wie hier von der Internationalen Raumstation gesehen, die Tag-Nacht-Grenze auf der Erde, der sogenannte Terminator, keine wirklich scharfe Grenze ist, sondern das ist eine ja etwas verwaschene Grenze, weil die Erdatmosphäre Sonnenlicht natürlich streut, auch dann, wenn die Sonne unter dem Horizont steht. Auf dem Mond ist das ganz anders. Da ist dieser Terminator ganz, ganz scharf und die junge Mondsichel zeigt uns das, von unserem Balkonplanetarium übrigens am vorigen Montag frisch aufgenommen. Also auf der Erde haben wir eine Lufthülle und deswegen gibt es eine langgezogene Dämmerung. Wir haben drei Teile einer Dämmerung, in die wir die so ein bisschen formal und schematisch unterteilen. Hier diese Grafik zeigt das. Wenn die Sonne weniger als 6 Grad unter dem Horizont steht, dann nennt man das die bürgerliche Dämmerung. Hier gesehen von einem kanadischen See, es ist eigentlich noch ja, ziemlich hell, aber der Bürger möchte doch langsam die Lampe anmachen. Dann ist die Sonne mehr als 6 Grad unter dem Horizont verschwunden, aber noch nicht 12. Und wir sind im Bereich der nautischen Dämmerung. Hier wieder über einem kanadischen See. Es ist schon dunkler geworden, aber der Seemann, deswegen heißt das so, kann noch den Horizont vom Himmel unterscheiden und kann vielleicht mit Hilfe des Horizonts auch noch navigieren. Es werden schon die etwas helleren Sterne sichtbar, aber erst wenn die Sonne 18 Grad unter dem Horizont versunken ist, ist die astronomische Dämmerung vorbei. Erst dann sind wir Astronomen wirklich zufrieden und sagen, jetzt gibt's in Richtung Norden überhaupt keine Aufhellung mehr. Wir sehen alle Sterne. Naja, hier im Ruhrgebiet haben wir damit natürlich relativ wenig Erfolg, weil es immer aufgehellt ist. Aber bei einem dunklen Standort ist es dann erst wirklich richtig dunkel. Was hat das jetzt mit unseren nachtleuchtenden Wolken zu tun? Das sehen wir hier noch einmal in einem schönen Bild von so einer nachtleuchtenden Wolke. Denn sie ist jetzt nicht nachtleuchtend, weil sie selber leuchtet, sondern sie ist schon durchaus von der Sonne angeleuchtet. Wir sehen also, dass die Sonne, damit das funktioniert, hier in der Grafik, nicht ganz weit unter dem Horizont stehen darf. Wir sehen von unserem Beobachtungsstandort flach durch die Atmosphäre und sehen dann ungefähr an der Lichtschattengrenze weit im Norden in Richtung Sonne diese Wolken in der Atmosphäre. Aber es sind nicht irgendwelche Wolken, es sind ganz besondere Wolken. Und um das zu sehen, schauen wir gleich auf die nächste Grafik. Keine Sorge, so kompliziert ist das gar nicht. Das zeigt uns den Aufbau unserer Atmosphäre. Ganz hoch über unseren Köpfen, 80 Kilometer hoch, liegt die Mesosphäre.
weit oberhalb der Atmosphärenschicht, in der zum Beispiel noch Flugzeuge fliegen, in denen auch die meisten Wolken sind. Das ist die Troposphäre. Das geht so bis 10, 12 Kilometer. Dann kommt die Stratosphäre und darüber dann die Mesosphäre. Da ist es im Sommer erstaunlicherweise am kältesten. Und es ist auch die atmosphärische Schicht, in der die Meteore aufleuchten, in der also die kosmischen Staubkörner, die wir als Sternschnuppen sehen, sich auflösen und verglühen. In dieser Schicht, 80 Kilometer hoch, liegen auch unsere nachtleuchtenden Wolken. Die kommen zustande dadurch, dass vielleicht durch so ein Staubkorn, das von einem Meteoriten übrig geblieben ist, und Wasser, das in dieser Mesosphäre ganz hoch liegt, sich Kondensationen bilden. Und die bilden unsere erstaunliche Show. Die Bilder, die wir hier jetzt sehen in einer wunderbaren Sequenz, sind alle im vorigen Juni vom Balkonplanetarium oder aus der Nähe des Balkonplanetariums, jedenfalls aus Witten, aufgenommen worden. Und wir sehen in Richtung Uni Bochum die tollsten Formen, unglaublich hell. Manchmal sieht man Strömungen, solche Wellenmuster bei den schönsten und tollsten Ausbrüchen. Das ist nicht jede Nacht so, aber das ist unter Umständen ein richtig auffälliges Phänomen. Und deswegen kann man sich fragen, naja, das haben die Leute doch sicher schon seit Jahrhunderten beobachtet. Erstaunlicherweise ist das nicht so. Die erste Beobachtung, die erste Beschreibung dieser nachtleuchtenden Wolken, die man manchmal auch leuchtende Nachtwolken oder Noctilucent Clouds, NLCs, nennt, die stammt erst aus dem Jahr 1885. Da kann man dann schon spekulieren, dass das was mit der industriellen Revolution zu tun haben kann, mit menschengemachter Veränderung in der Atmosphäre. Vielleicht haben wir dadurch eine strukturelle Veränderung seit industrieller Revolution der Hochatmosphäre, die Fahrt aufgenommen hat in den letzten Jahrzehnten. Denn da scheinen die Ausbrüche immer stärker zu werden. Das könnte damit zu tun haben, dass wir mehr und mehr Methan in die Atmosphäre eintragen, die dann wieder zu Wasserproduktion führt in dieser höchsten Atmosphärenschicht. Das verstehen wir noch gar nicht richtig. Aber die Ausbrüche werden mehr und mehr. Es ist ein spektakuläres Phänomen, das uns aber auch daran erinnert, dass wir im Moment mit unserer Atmosphäre bedenkliche Experimente durchführen. Trotzdem, das Hinschauen lohnt sich. Es sieht schon auch wirklich toll aus. Und in diesem Jahr geht's jetzt wieder los. Schon im Mai. Das ist das zweite Mal mindestens, war im vorigen Jahr auch so, dass man erstmals nachtleuchtende Wolken schon sehr, sehr früh im Jahr sieht. Zum Beispiel am frühen Dienstagmorgen. Hier in diesen Bildern, die der Beobachter uns zur Verfügung gestellt hat, netterweise aus Greifswald, über der Ostsee gesehen. Aber diesen Ausbruch leuchtender Nachtwolken hat man auch aus dem Sauerland beobachtet, ansatzweise vom Balkonplanetarium aus und vielleicht sogar aus Südtirol. Das heißt, das Phänomen kündigt sich in diesem Jahr schon wieder an. Es ist ein richtiges Sommerterrassen- und Balkonphänomen. Schaut hin, schauen Sie hin, und wenn Sie selber ein tolles Foto machen, dann schicken Sie es uns doch mal.